Herzlich willkommen zur letzten Folge, zum letzten Match des Universe Era WrestleMania 29. Das Match John Cena vs. The Rock. Zum zweiten Mal, diesmal spielen wir aber John Cena, nicht The Rock. Aber diesmal geht es auch noch um den WWE Championship. Daher The Rock beim Royal Rumble gegen CM Punk seine 434 Tage lange Regentschaft abgenommen hat und dadurch Champion wurde. Und das wird nochmal im Szenario-Hintergrund vorgelesen. John Cena überdauerte 29 andere Royal WWE Superstars beim Royal Rumble von 2013 und garantierte sich dadurch ein Recht auf den Titelkampf bei der WrestleMania 29. The Rock ebnete den Weg für ein historisches Rematch mit Cena, als er CM Punk für den WWE Championship beim Royal Rumble von 2013 besiegte und dadurch seine 434 Tage lange Titelherrschaft beendete. Mit einem festgelegten Main Event hatten The Rock und Cena scharfe Worte aneinander zu richten. Keiner der beiden gab nach. Die WWE-Welt bereitete sich auf einen erneuten Kampf zwischen dem Brammer Bull und der Champ vor. Warum sagt man auch nicht The C-Nation Anführer? Wäre auch mal eine Idee. Nicht nur The Champ und The Rock mit seinen 1000 Namen. Weißt du? The Rock begehrte eine Verfestigung seines Vermächtnisses im Ring, während Cena auf eine Wiedergutmachung für seine Niederlage im vergangenen Jahr beim Showcase of the Immortals aus war. Ja, kommt noch ein Film? Nee, kommt kein Film. Ja, John Cena hat ja den Royal Rumble 2013 gewonnen. Er ist der vierte Mann, der den Royal Rumble zweimal gewinnen durfte. Das war ja einmal Hulk Hogan, dann war es Shawn Michaels, dann war es Stone Cold Steve Austin und nun John Cena. Entkommen den Chart-Shooter, lande einen Five-Knuckle-Shuffle, lande zwei AAs und danach zwei versteckte Ziele. Ich muss aber dazu sagen, dass dieser Modus mir gesagt wurde, dass der schwierigste ist, vor allem das Ende. Ich bin mal gespannt, was es ist. Das werden wir sehen. Ich habe mir nicht spoilern lassen, aber ich wurde nur gesagt, dass das Ende sehr schwierig ist. Lassen wir die beiden rein. Das mag sein, er war sehr, sehr traurig und am Boden zerstört, als er verloren hatte. Und jetzt kommt der Champ. Stimmt, das ist unser Ziel. Wir müssen es dafür sorgen, dass wir The Rock den Titel abnehmen. Jetzt ist nur die Frage, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wie viele Versuche brauchen wir? Es wurde gesagt, es ist sehr, sehr schwierig. Zumindest das Ende. Danach, also am Anfang soll es einfach sein, danach soll es schwierig sein. Ja, mal sehen, was das gemeint ist. Ich weiß es selber nicht. Und hier sieht man auch zum ersten Mal den neuen Titel. Früher war dieser Spinnerbelt. Das ist der neue Titel, den The Rock ja selbst vorgestellt hatte, vor Wochen davor, also zu dem Zeitpunkt da. Am 7. April vor ein paar Wochen, der auch geil ist, also endlich was Neues. Und dass man an diesen Außenteilen halt die Logos hat. Rock zum Beispiel mit seinem Brahma Bulls, zum Beispiel hier die Außen da links, wo die WWE-Logos sind, ne? Cena zum Beispiel mit seiner Hand, mit seinem You Can See Me. Daniel Bryan zum Beispiel mit seinem Yes, Yes, Yes und so weiter. Ihr versteht schon. Also auch mal der neue Titel, auch mal was Cooles, muss man sagen. Und er sieht auch schön aus, muss man sagen. Aber er sieht ja nicht scheiße aus. Immerhin was Neues. Und der passt auch irgendwie in die Corporation-Story.
jetzt dies Jahr aktuell läuft, zu meinem Zeitpunkt zumindest. Zwischen Randy Orton, Triple H, Stephanie McMahon und bald auch Vince McMahon. Und im gegnerischen Finisher zu stehen, erreiche einen Finisher und bringe ihn zu Boden. Ja, das wissen wir schon. Durch den Kimura Lock. Ja, kann ich ja auch nicht mehr spoilern. Wir müssen einmal einen Rock Bottom machen. So, ja. So. Jetzt das Match. The Rock gegen John Cena. Mal sehen, wie viele Versuche wir brauchen. Das ist jetzt das letzte Match. Was passiert eigentlich jetzt nach dem Let's Play oder nach diesem Spiel? Da bin ich mir selber noch nicht sicher. Also habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr seht, da habe ich das Let's Play schon längst gedreht. Bei mir ist momentan der 23. November und da ist Let's Play ja schon längst gedreht. Da werde ich mir jetzt noch mal ein paar Gedanken machen. Bin ich mir noch relativ unsicher, muss ich sagen. Ob ich jetzt wirklich, das Streak bringen soll oder... also das Streak kommt auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Ich habe mir auch überlegt, auch wieder den exotischen Modus wieder zu machen. Aber dazu auch, sagen wir mal so ein Match, also so einen bestimmten Superstar, auch so eine Biografie zu machen, weißt du? Jetzt so, weißt du, da ich jetzt so ein paar Menschen was sage und so, das hatte ich mir so überlegt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so durchbringen möchte oder durchziehen möchte und, geht auch weiter. So. Und nein, zum More Drop von The Rock, schön gekontert. Wie gesagt, ich halte ja nicht mehr so viel von Rock und ja. Also, ich bin kein Rocky-Fan mehr seit WrestleMania 19, also knapp 10 Jahre ist es her, wo ich The Rock nicht mehr mochte. Was für eine tragische Geschichte. Und jetzt, oh, schön. Was so für ein Slam ist, weiß ich auch nicht. So, und jetzt. Cena. Und nein. Eine Powerbomb von The Rock. Und jetzt. Was macht er nun? Macht er den Sharpshooter? Oh ja. Er macht den Sharpshooter. Und schafft es, Cena sich zu befreien. Und wie er es schafft. Und ja. Und jetzt. Oh nein. Rock Bottom. Cena. Und jetzt. Jetzt habe ich Widerstand angeschaltet. Scheiße. Das wird für nachher scheiße. Also wenn dieses besagte Ende. Ich weiß ja, welches Ende es ist, aber. Also jetzt. Wofür? Ich denke mal eher mit den Finishers. Irgendwas damit zusammenhängen. Da sollte sehr schwierig sein. Also. So. Und jetzt. Shoulder Block. Und jetzt. Five Move aufs Du. Jawohl. Und jetzt. Nein. Kein Five Knuckle Shuffle. Und jetzt. Nein. Oh, Scheiße. Oh, good God. Und jetzt. Ja, das ist ein Future Hall of Famer. John Cena ist auf jeden Fall ein Future Hall of Famer. Und ihr könnt ihn hassen, der hat es auf jeden Fall verdient. Also, wer da jetzt sagt, nein, er hat es nicht verdient, den würde ich mal fragen, warum. Weil, hallo, warum soll er nicht sein? Er ist ein verdienter Hall of Famer. So. Und jetzt. Jetzt ist AA Zeit. Zack. You can't see me. Und jetzt komm. Ein Leg Drop. Wunderbar. Und jetzt. Wunderschön. Und jetzt. Und Leg. Oh, Close Line. Schön gemacht. Und jetzt. Oh, Whipping. Und jetzt raus. Zählt das auch? Five Knuckle Shuffle und jetzt. Nee, zählt nicht. Schade. Okay. Jetzt machen wir so. Und jetzt ey. Und ey. Jawohl. So.
Und jetzt. Schöner Bulldog. Und jetzt. Machen wir ein bisschen Jubel. Oh, Hals, Maul. Ja, you can see me. So. Jetzt, komm. Und jetzt. Close Line. Sehr schön. Also ich bin mir noch relativ noch überlegen, was ich jetzt nach 2K... Also es wird auf jeden Fall in 2K14 mit dem Spiel weitergehen. Aber was ich jetzt genau machen will, da bin ich mir noch relativ unschlüssig. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit und das werdet ihr früh genug sehen. So, und jetzt. Ein 5-Knuckle-Shuffle. Ein 5-Knuckle-Shuffle. Oh yeah. Pam. So. Nein, Moment mal. Ich mache ja komplett falsch. So. Jetzt holen. Komm rein. Haha, ja, ja. Jetzt komm. Nein! Kein Rock Bottom. Scheiße. Scheiße, jetzt macht er ihn selber. Puh. Oh ja, komm, ich krieg noch aus. Aber das wird jetzt nachher schwierig, denke ich mal, oder? Wenn das wirklich kommen würde, ich... Ah, scheiße. Ah. Mist, Mist, Mist. Das wird jetzt schwierig. Und ja. Ah, kein Chart-Shooter. Sehr gut. Jetzt komm. Cena, komm schon. Gib mir ein 5-Knuckle-Shuffle. Und jetzt. Noch einmal. Bam. Oh, jetzt hat er ihn selber. Jetzt habe ich ihn selber. You can see me. Dumm, 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 dumm. Aber wir sind schon mal aus 2 Rock Bottoms ausgekickt. Das ist schon mal sehr gut. Und. Bam. Und jetzt. Jawohl. Jetzt komm. Und jetzt. Rock Bottom. Yes. 1, 2. What? Oh no. Was nun? Jetzt. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Puh. Rock Bottom. Das war das gemeint. Das Finish. Das ist so fucking schwierig. Nein! Oh. Scheiße. So. Probieren wir es nochmal. So. Ja? Ja? Jawohl! Jetzt aber. So. 1, 2, 3. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft im ersten Anlauf. Also diesmal im ersten Anlauf. Es war knapp. Boah. Puh. Neuer Champion. Oh. Haben wir Glück gehabt.